Klaus Kurt, mein Lieber, das ist für dich. Aus meinem Lieblingsbuch seit knapp 40 Jahren, HK aus Die Söhne der großen Bärin. Das Geheimnis der Höhle. Die Nacht war windstill, nicht ein einziges Blatt, nicht einer der benadelten Zweige rührte sich. Die Rinde der Stämme war an der gegen Nordosten offenen Seite des Berghanges noch feucht. Fast nass. Der herangewehte Schnee war unter der ersten Frühlingswärme geschmolzen. Von dem Fluss, der sich um das Massiv der Black Hills wand, zogen Nebel herauf. Sie webten über Moos und Fels, zwischen dem Gesträuch hindurch und um die Bäume und machten das Blaudunkel der Mondnacht, die Schatten, mit denen die Baumkronen das Licht der Gestirne verbargen, noch undurchsichtiger. Hoch am Hang bei einer verholzten Wurzel hockte ein Indianerknabe. Er bewegte sich nicht, so dass das Getier ihn nur durch den Geruch wahrnahm. Ein Wiesel hatte den Weg geändert, weil es den Menschen witterte. Aber die Eule schwebte arglos an dem erstorbenen Baum vorbei, mit dessen Schattenriss der Schatten des Knaben verschmolz. Dicht vor dem Jungen, aber ohne ihn zu berühren, fiel ein Schimmer des Mondlichtes bis auf den Waldboden. Die ziehenden Nebel, der Boden selbst, wurden dadurch auf Fußbreite schwach erhellt. Dieser helle Fleck änderte durch die sich bewegenden Nebel seine Form und schien so für das Auge das einzig Unruhige in der schweigenden und ruhigen Nacht. Die Augen des Knaben waren auf den Lichtfleck gerichtet. Mancher Junge hätte in der Finsternis und Einsamkeit des Bergwalds in diesem Lichtschimmer Trost gesucht. Aber Harker Steinhart, Nachtauge, der Dakota-Junge, wusste zwischen Bäumen, Felsen und Tieren in der Nacht nichts von Furcht. Er hatte sein Messer dabei und konnte jederzeit einen Baum erklettern. Das genügte für seine Sicherheit. Seine Gedanken waren auf etwas ganz anderes gerichtet. Er erkannte in dem fahlend und unsicheren Schimmer auf dem Waldboden die Spur eines Menschenfußes. Die Spur war frisch. Das war hier kaum 2 Stunden von dem Zeltdorf oberhalb des Flusses entfernt, an sich nichts Auffallendes. Aber die Spur war sehr groß. Und auch durch andere Merkmale eigenartig. Harker Nachtauge misstraute der eigenen Wahrnehmung. Ließ er sich vielleicht durch die Bewegung des Lichtflecks, durch den Nebel täuschen? Immer wieder maß er den Umriss des Fußes, der hier auf diesen Waldboden getreten war. Sein Blick für den Charakter einer Spur hatte sich unter der Anleitung des Vaters und der älteren Gespielen schon seit Jahren geschult und geschärft. Einen so breiten Fuß, einen so schweren Tritt, wie dieser Abdruck hier ihn verriet, hatte kein Mitglied der indianischen Jägergruppe, zu der Nachtauge Steinhart gehörte. Auch wenn der Knabe annahm, dass der Unbekannte, von dem die Spur stammte, mit dem linken Fuß am nadelbestreuten glatten Hang ausgeglitten war und dann mit dem ganzen Gewicht auf den rechten Fuß fallend Halt gesucht hatte, selbst dann war dieser Tritt für einen Indianer zu schwer. Die Konturen und Eindrücke stimmten auch in anderen, nicht mit den Fußabdrücken überein, wie HK Nachtauge sie kannte. Die Ferse war tiefer eingedrückt als die Zehenballen und hatte einen scharfkantigen Umriss. HK schauerte zusammen. Fußabdrücke von dieser Art wurden in den Berichten großer Krieger und weiser Männer den Feinden zugeschrieben, den Wild- und Landräubern, den Langmessern, von denen der Lakota-Junge noch nie einen zu Gesicht bekommen hatte. Viel Spaß beim Lesen.